Die Merkaden in Böblingen feiern ihren ersten Geburtstag. Wir haben uns auf der Bahnhofstraße umgehört, was die Menschen aus dem Kreis Böblingen von der Shopping Mall halten. Ich habe Mittagspause und ich wollte was zu essen haben und deswegen bin ich in die Merkaden gegangen, weil es da eine große Auswahl an Essen gibt. Ich gehe vor allem in die Kinderabteilung, also zu Müller, in die Kinderabteilung, weil die eine ausgesprochen gut sortierte Spielsachen, Bastel- und Abteilung haben mit vielen Angeboten, ja. Der Kader sieht gut aus, ja. Aber es ist sehr, erstens Parkhaus, das ist zu teuer, zweitens WC, das ist auch zu, also mit Geld, ist auch teuer, dafür verlieren die Kunden. Sarah fehlt, auf jeden Fall. Dann fehlt Elektrogeschäft, so wie Saturn, Mediamarkt, solche Sachen. Was fehlt noch? Ja. Mango. Mango? Ja, Mango. Also zum Thema Merkaden. Wie gefällt es Ihnen denn? Nutzen Sie das gerne? Also grundsätzlich gefällt es mir sehr gut und ich bin der Meinung, es ist eine Bereicherung für Böblingen und wertet die Stadt auf. Was ich bemängle, ist, dass, wie nennt man das, IT, diese Elektronik, dass da noch was fehlt und wie gesagt, höherwertige Mode. Das würde noch fehlen. Welche Geschäfte besuchen Sie denn persönlich? Persönlich viel Lebensmittelbereich und Schuhe, Bücher. Das ist das, was für mich in Frage kommt. Ja, ins Merkaden, 2-3 Mal die Woche auf jeden Fall. Ja, gefällt mir sehr gut. Dann auch mal irgendwo was trinken, Kleinigkeit essen, schön. Weitere Meinungen zu den Merkaden finden Sie in der Kreiszeitung vom 2. Oktober 2015.